sagt Triss im Garten, wo sie die Geschichte vom Froschkönig erwähnt. Oh, Real, weißt du, wie lange das her ist? Du hast es garantiert gerade erst gespielt, sonst wüsstest du das auch nicht mehr. Gib's zu. Ja, die Hose von dem guten Geralt gefällt mir. Ui, gefällt mir auch immer noch. Was? Ja, fällt ja keinem auf, ne? Na toll, jetzt haben wir das zweimal und ich glaube, das kannten wir schon. Das kennen wir auch schon. Na, kann man ja verkaufen. Hallo? So. Ja, das reicht. Mehr Bücher brauchen wir nicht. Ja, was ein Drecksack. Der ist ein bisschen tot, der Bruder. Also ein kleines bisschen. Unglaublich. Nee, ich gehe hier nur, also laufe nur. Sowas merkt man sich doch genauso das mit den Zwergen und der Jungfräulichkeit von Schneewittchen. Ja, Real, ja. Mann, mit Doppel-N, bitte. Weiß ich, was Triss alles erzählt. Die hat viel erzählt, als der Tag lang war. Erde. Wir reisen zu Erde. Nach Erde. Zur Erde. Dahin. Ein bisschen gruselig hier im Wald. Die Musik ist auch nicht gerade nett. Mittelpunkt? Mittelpunkt der Erde? Ich hoffe nicht. Und ich glaube nicht, dass das ist. Ist ja nur so ein olles Gehöft, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah, es wäre cool, wenn sie das auch eingebaut hätten. Wenn die Höhle, also wenn da eine Höhle wäre, die etwas tiefer gehen würde. Wäre schon cool. Könnte man den Entwicklern sogar fast zutrauen. Ah, sieht einladend aus. Diese Seite kenne ich gar nicht von dir. Welche Seite? Naja, deine romantische Seite. Ich kenne dich nur umgeben von Verbänden und Medikamentenflaschen. Meist blutverschmiert. Weil du mich normalerweise bei der Arbeit besuchst. Jetzt habe ich frei, warte auf dich und flechte eine Girlande für die Hochzeit. Was? Nicht so schnell, meine Liebe. Ich nix deutsche Rechtschreibung, ich halbe Ausländer. Ja, Real, merkt man. Das habe ich nicht laut gesagt, nein. Sieht sehr hübsch aus. Oh Gott, Geralt. Oh, Schnulz. Du hast nicht erwähnt, dass du heiratest. Ja. Wusste gar nicht, dass du heiratest. Ich doch nicht, Dummkopf. Meine Freundin. Aha. Die Girlande ist nicht für mich. Wo wir davon reden. Vielleicht begleitest du mich. Natürlich. Ich kann nicht. Nö. Das war deine Nachricht? Na komm. Natürlich macht er das. Du warst am Brot knabbern. Ja, tut mir leid, CW. Hab nicht das letzte genommen. Ich kann nicht, das war... Nein, aber gerne. Natürlich. Sicher. Warum nicht? Wunderbar. Dann sind wir verabredet. Hast du an das Rauchfass gedacht? Klar doch. Fast wäre ich erwischt worden, als ich es eingesteckt habe. Ich wusste nicht, was genau du brauchst. Darum habe ich Ambra, Anis und Wacholder mitgebracht. Raucht alles recht stark. Danke, das könnte noch nützlich werden. Gehen wir? Gehen wir. Plötzlich gib doch mal Ruhe. Geh was fressen. Der Wälzer hatte recht. Sie ist beeindruckend. Ja, schade, dass sie verfällt.
Ja. Die Familie hat schwere Zeiten durchgemacht. Für Luxus war kein Geld mehr da. Das ist mir zu unheimlich. Du musst nicht mitkommen, wenn du nicht willst. Warte hier. Gute Idee. Guck mal, machen dir noch ein Lämpchen. Wenn es Ärger gibt, ruf mich. Ein Lämpchen an. Ja, ich frage mich auch, wo sie das hergeholt hat. Vielleicht hat sie so eine Hermine-Tasche dabei. Kannst du ein ganzes Wohnzimmer reinpacken und locker mit dir rumschleppen. Achso, so viel Zeit muss sein. Falls sie doch hinterherkommt. So. So schön. Das ist keine Krypta, sondern ein ausgewachsenes Mausoleum. Ja. Einladend. Ich bin gerne hier. Na toll. Nö, erstmal gehen wir hier gucken. Vielleicht gibt's hier ja was. Von Särgen mal abgesehen. Was ist denn das? Kronen. Ach so, ja, die nehmen wir gern. Ne, oh nee, nicht, dass die dann etwas sauer sind. Ups. Die Kerzen können wir nicht anmachen. Schade. Ist da aus dem schwarze Lochbeutel. Mhm. Na gut, gehen wir weiter. Erscheinung. War abzusehen, dass es schwierig wird. Ja. Die letzte Überraschung. Ich sollte mich umsehen. Ja, Geralt der Tomb Raider. So ein bisschen schon. Eigentlich hätte man so aus Respekt vor den Toten die Münzen liegen lassen müssen. Aber dann wäre er ja kein Hexer. Das geht ja nicht. Natürlich ist es in der Mitte. Es kann ja auch gar nicht anders. Oh. Ups. Oh, hier ist auch noch was. Ich sollte das hier lieber nicht anfassen. Ja, dann nicht. Aber ein schönes Schwert. Oder so ein, ja, Säbel eher. Kann ich das auch untersuchen? Ja. Vladimir von Everreck, Sohn Bohumils und Christinas. Na, jetzt das Ritual. Ich muss den Rauch in jedem Raum der Krypta verteilen. Na toll. Ist jetzt nicht dein Ernst. Questgegenstände, ja, ja. Das hat sich vermutlich nicht geändert. Aber erstmal, ne? Muss man sich ja umgucken. Na nü? Was machst du denn hier? Kryptaschlüssel. Mhm. Blutmoos, ja, lecker. Ich glaube, ich will hier doch nicht so wirklich weitergehen. Nee, kommt. Wir machen das erstmal weiter. Und dann können wir uns hoffentlich immer noch weiter umgucken hier. Jetzt dachte ich, wir kommen nicht mehr zurück, aber ja. Es geht noch. Na gut. So. Leben und Tod und Chaos hinein. Erhebe dich, der du lang schon verschied. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Ja. Verblichener, erhebe dich und wandle unter den Lebenden. Erheb dich als Freund, denn ich komme in Frieden.
Der Vens ist noch unterwegs. Dich, der, du lang schon verschieden. Der weiß ja immer nicht, ob er das schafft. Bis Freitag noch. Dich als Freund, denn ich komme in Frieden. Leben und Tod und Chaos, Hini. Jetzt der Tempel der Sonnengöttin kann warten. Ja. So. Anzünden. Das kann er ja gut. Leben und Tod und Chaos hinieden. Ich rufe dich her, dessen Blut ich lass sieden. Leben und Tod und Chaos hinieden. Du hast mich gerufen, Fremder. Warum? Ich heiße Geralt. Bin hier, um den Geist von Wladimir von Everreck zu wecken. Wer du bist und was du willst, spielt keine Rolle. Du wirst diesen Ort nicht lebend verlassen. War ja klar. Bist du der Geist von Vlod? Wer fragt nach meinem Enkel? Einerlei, Honoratina. Ich möchte nur wissen, woher dieser Sterbliche das Blut aus der Familie hat, mit dem er einen von Everreck erwecken kann. Wahrhaftig. Es lebt nur noch einer aus unserer Linie. Olgierd. Dann sprechen wir mit dem Mann, der das Blut deines Enkels vergossen hat, Kestatis. Ihr seid also alle nicht Wladimir? Sein Bruder Olgierd schickt mich. Du wirst Vlod bald genug begegnen. Nur Olgierd siehst du nicht wieder. Das hat ihm der... Dings da gegeben. Der Typ, der ihm dieses Mal im Gesicht verpasst hat. Ogrim, irgendwas. Au, geht doch weg! Ja, das hilft wahrscheinlich super. Ich muss mal kurz stiften gehen. Ja, ja. Haut er auch noch vorbei. Trottel. Unglaublich. Geht doch. Puh. Bockige Hurensöhne, diese von Everex, was? Kann man so sagen. Wer bist du? Der Rüpel, den du suchst. Wladimir von Everex, Olgierds Bruder. Ups. Oh, ich kann mir ja nicht mal den Sack kratzen. Wobei der nur noch mäßig juckt, seit ich tot bin. Ich wollte nicht gegen deine Familie kämpfen. Die haben angefangen. Ich bin tot, nicht doof. Wollte mal sehen, wie du mit diesen blasierten Ärschen umspringst. Und mit Oma. Was könntest du ihnen auch tun? Sie sind doch schon tot. Jetzt erzähl, woher du Olgierds Blut hast. Wenn du ihn verletzt hast, muss ich dich leider umbringen. Ich habe es von einem Bekannten von Olgierd und mir. Ich bin in einer dringenden Angelegenheit. Ich bin eine verdammte Leiche. Was kümmern mich die Angelegenheiten von dir oder eines anderen Penners? Nur die Feste vermisse ich. Körperliche Lustbarkeiten sozusagen. Ach ja. Ja... Sind häufig Leute hier? Ja, das ist eine super Frage, Geralt. Ja. Hast du viel Besuch? Gelegentlich, nicht oft.
Wenn einer vorbeikommt, will hier immer gleich die ganze Bande spielen. Unternehmungslustige Familie. Ja, unser Hang zu Feiern und Schlägereien ist berühmt. Wir von Everex haben generationenlang geprügelt und geplündert. Das ist Tradition. Dabei fällt natürlich auch Beute an. So hatten wir immer genug Kleingeld zum Führen. Erst am Ende meines Lebens waren die guten Zeiten vorbei. Nun, genug Salz in die Wunden gestreut. Wenige Tage vor meinem Tod behauptete mein Bruder, er könnte uns raushauen und unseren Status wiederherstellen. Aha, ja, erzähl doch weiter, aber anscheinend nicht. Dein Bruder schickt mich. Wie geht's dem alten Räuber? Ach, was würde ich drum geben, wieder mit ihm zu reiten? Das wird nicht passieren. Was anderes ginge aber. Etwas, das eine Leiche interessieren sollte. Raus damit! Wofür soll ich mich interessieren? Erstmal haben wir noch das ein oder andere zu klären. Ich will nicht neugierig sein, aber wie bist du gestorben? Ach, nicht schüchtern sein. Die Leute lieben solche Geschichten. Würde ich auch. Nur leider endet diese mit meinem Tod. Wie ist es passiert? Auf unseren Plündertouren stürmten wir stets die Hütte des Dorfältesten und verlangten dann Schnapsfässer. Und willige Frauen zum Durchkneten und Spaß haben. Einmal gerieten wir leider in einen Hinterhalt und wurden überwältigt. Mich töteten sie, zerschmetterten mir den Kopf zwischen Tisch und Steinboden wie ein rohes Ei. Autsch. Im Prinzip haben sie es aber verdient. Irgendwie. Hör mal, ich glaube, dass ich mehr über Olgierd wissen sollte. Erzähl mir von ihm. Er ist ein ganzer Kerl. Ein echter Kavalier. So einen findest du in Redanien kein zweites Mal. Zum Saufen und Raufen einfach der Beste. Wir waren noch jung, als wir mit Raubzügen während des Kriegs anfingen. Die Grenzländer haben sich in die Hose gemacht, wenn sie nur seinen Namen gehört haben. Ich war seine rechte Hand. Und wir hatten einen Trupp Gefährten, die für uns durchs Feuer gegangen wären. Klingt nach Banditen. Gab es Unterschiede? Wir? Banditen? Pass auf, was du sagst. Manche unserer Bewaffneten waren vielleicht geistlose Schläger, aber Olgierd doch nicht. Er war immer neugierig, hat sich für alles interessiert, hat Bücher verschlungen, Gemälde bewundert und das schönste Mädchen weltweit geliebt. Hm. Der war wohl sozusagen das schwarze Schaf der Familie, weil er eigentlich das weiße Schaf, also ihr wisst, was ich meine, ne? Tja. Naja. Hör mal, Olgierd hat mir einen Auftrag gegeben. Ich soll dir den Abend deines Lebens bereiten. Ach was? Also das nenne ich einen Bruder. Da bin ich seit Jahren tot und er ist immer noch um meine Stimmung besorgt. Der gute alte Olgierd, wie viel Zeit haben wir? Eine Nacht müsste reichen. Herrlich. Nur schnell den Säbel geschnappt und... Was zum vermaledeiten Kuckuck? Du bist ein Geist, du kannst nichts anfassen. Ach, das vergesse ich dauernd. Aber wie soll ich dann prassen und prügeln und vögeln? Ich krieg keinen Säbel hoch, keinen Humpen und meinen Speer auch nicht. Dann muss es wohl so gehen. Los. Ich gehe nirgendwo hin. Du sollst doch dafür sorgen, dass ich mich amüsiere, oder? Also, mach es möglich. Wie denn? Erwecke meinen Körper. Geht nicht. Außerdem müsste der schon verrottet sein. Dann denk dir was anderes aus, verfickt. So gehe ich jedenfalls nicht aus. Na toll. Hör auf zu maulen. Genau. Schlecht.
Komm schon, wir verschwenden nur Zeit. Und das soll mich kümmern? Wenn ich eines habe, dann Zeit. Warst du zu Lebzeiten eigentlich auch schon so ein Ekel? Mach mich nicht sauer, Jungchen. Ich hab nur eine Nacht. Ich will anständig feiern und nicht anderen dabei zusehen. Was schlägst du vor? Ich habe eine Idee. Oh nein, kommt nicht in Frage. Oh doch, doch, kommt es. Toll. Geistlose Schläger, ja. Geralt, wach auf! Augen auf! Wo ist das Riechsalz? Der Tod war ein kleiner Preis für einen Platz auf diesem Schoß. Und so dicht bei den Wundern eine Etage drüber. Oh. Bist du durchgedreht? Ja, so wie ich dich sah. Versprich mir zu bleiben und mir den Bart zu kraulen. Dann verbringe ich im Körper eines Hundes den Rest der Ewigkeit stets an deiner wohlgeformten Ferse. Geralt, was ist denn los mit dir? Geralt, ich bin Wladimir. Wie? Scheiße. Also gut, Moment mal. Ja, besessen zu sein gefällt mir definitiv nicht. Du wärst ohne Gegenwehr nicht ohnmächtig geworden. Geralt, würdest du mir erklären, was los ist? Ja, genau, der ist schuld. Es ist seine Schuld. Es ist mir eine Freude, holde Maid. Wessen? Seine, die von Olgierts Bruder. Geralt, hier ist sonst niemand. Hab ich mir gedacht. Dein hübsches Mädel kann mich wohl weder hören noch sehen. Welch Möglichkeiten. Ja, lass uns ein paar Regeln festlegen, mein Lieber. Wir müssen ein paar Regeln festlegen. Ich muss gar nichts, außer mich vortrefflich amüsieren. Und genau das habe ich vor. Du strapazierst meine Geduld. Und du meine. Erklär mir endlich, was das hier soll. Ah, feurig. Ihr Temperament passt zu dem Karottenkopf. Hör zu, ich soll Wladimir von Elbereck die Sause seines Lebens bereiten. Leider ist er ein Geist. Also muss ich ihm wohl oder übel meinen Körper leihen. Warte mal, willst du behaupten, du bist besessen? Jetzt gerade nicht. Jetzt steht er neben mir und lächelt dich spitz an. Aber er wird sich meines Leibes bemächtigen. Was ich dann sage und tue, das ist er, seine Person und seine Absicht. Und wenn ich nicht mit ihm, sondern dir reden will? Ach, dann soll sie mir sagen, ich soll mal Platz machen. Dann sag ihm, dass er für eine Weile verschwinden soll. Verstehe. Prächtig. Also dann, Zuckerschnecke. Warum verschwinden wir nicht aus dieser feuchten Gruft? Gleich hier ist ein hübscher Hain, in dem Küsse süßer schmecken als irgendwo sonst. Jetzt bist du also Wladimir. Ich glaube, ich kann dich gut von Geralt unterscheiden. Jupp. Nicht vom Thema ablenken, Süße. Wenn du keine Wälder magst, können wir uns den Schnickschnack auch sparen. Und gleich einen Heuhaufen suchen. Ich fürchte, ich muss ablehnen, lieber Geist. Ein Jammer. Dann sag mir bitte, wo das nächste Bordell ist. Ich habe eine bessere Idee. Bevor Geralt in die Krypta ging, um dich zu beschwören, habe ich ihn zur Hochzeit meiner Freundin eingeladen. Meine Güte, ist dieses Glück zu glauben. Es gibt in ganz Redanien keinen besseren Tänzer als Wladimir von Elbereck. Mit mir, mein Sahnetörtchen, wirst du den Abend deines Lebens genießen. Wunderbar. Ich muss mich noch umziehen. Also treffen wir uns beim Tempel. Oh, das höre ich aber gar nicht gern. Warum nicht? Ich mag keine Tempel. Ich habe sie nur zum Plündern betreten. Und als Toter habe ich nur Verachtung für sie übrig.
Warum treffen wir uns nicht nach der Zeremonie? Direkt beim Fest? Na schön. Anders geht es wohl nicht. Famos. Dann sehen wir uns im Festsaal. Real, du siehst keinen Unterschied? Doch. Ich muss sagen, Hexer, bei so einem Vibe kann man schon den Verstand verlieren. Und das sagt niemand Geringeres als Wladimir von Everick. Berühmt für seinen Frauengeschmack. Also sag mir, von Mann zu Geist, läuft da was zwischen euch? Nö. Denn dann halte ich mich fern, das schwöre ich. Doch wenn nicht, dann... Oh. Die Heuböden warten. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, stimmt das erste und... Können wir ja, ne? Geralt ist ja ein freier Mann. Die zwei anderen Mädels sind ja etwas säuerlich. Nun, wir waren einst mehr als Freunde. Vor langer Zeit. Ah, du wolltest es nicht zugeben, aber ich hab's gerochen. Ich kenne mich mit Menschen aus, weißt du? Wie schade, ich hätte gut für sie gesorgt. Aber Kavaliere will dann nicht in anderer Leute Gärten. Also, Hexer, auf zur Hochzeit? Gehen wir. Dann los, ich bin direkt hinter dir. Dieses Spiel ist so durch. Es ist so geil. Unglaublich. Keiner da. Was? Schön. Ja. Finger weg von ihr. Na gut, dann mal ab zu dem Hof.